Es wird mal wieder Zeit fürs Karpfenangeln am Bärensee und zwar schön basic mit Fiederruten und einfach nur etwas kleinerem Setup. Ich habe das vor ein paar Wochen ja schon mal getestet in dem letzten Video. Ich verlinke das einfach nochmal eben, da hat das ja schon ganz gut funktioniert. Und jetzt geht es hier nochmal hin, eigentlich mit einem ganz klassischen Setup, ganz klassischen Ködern. Und vor allem einfach nur mit der klassischen Haarmontage, also die Karpfenmontage, die man als erstes freigespielt hat. Und mit den Basics geht's jetzt hier raus. Einfach mal gucken, wie weit ich werfen muss. Ja, ich glaube, weil da muss ich nicht aufladen. Und das war hier so ungefähr auf 17. Ja, kommen wir rein in den Schnurclip. 17 Meter Entfernung kommen. Das ist wichtig, denn hier an der Stelle gibt es ein bisschen was zu beachten. Ich habe noch keine Futtermische drin. Ich werfe jetzt hier gerade zum ersten Mal aus. Ich weiß also nicht, ob hier überhaupt was geht oder nicht. Ich gehe allerdings davon aus, dass hier ein bisschen was reingehen wird, denn das ist eine Stelle, die eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also schön drauf achten, 55, 31, super wichtiger Spot, immer wieder, ja, gut fürs Karpfenangeln, fürs Amurangeln, also für alle Arten von Karpfen. Andere Möglichkeit wäre jetzt direkt hier neben, auch schon ganz uralt und klassisch, dass man da ungefähr da vorne hinwirft, hier auf die letzte Seerose so ungefähr. Auch das funktioniert immer wieder. Das ist auch eine uralte Stelle, die immer wieder gut funktioniert. Aber in den letzten Monaten oder schon fast Jahren hat sich das hier als noch ein bisschen effektiver herausgestellt. Und das heißt, ja, hier kann man einfach immer mal wieder gut blind testen. Einfach mal gucken, ob denn hier was geht. Und das mache ich halt jetzt gerade. Ohne Futtermesche, ohne alles. Erstmal eine Art Köder rausgeschmissen, in der Hoffnung, dass da was geht. Wir gucken mal kurz rein in das erste Setup. Und hier sind jetzt die normalen Fiederruten. Was heißt normal? Es sind Endgame-Fiederruten. Das sind die größten, schwersten Fiederruten im Game. Aber man kann sich hier natürlich genauso gut, wenn man im Grundangeln aktiv ist, also wenn man Bock hat aufs Grundangeln, natürlich hier auch mit den Fortuna Carps als erstes hinstellen. Ist auch deutlich sinnvoller. Ich verwende die jetzt einfach nur, weil ich insgesamt hier ein bisschen kleiner unterwegs bin und meine Fortuna Carps ein bisschen schonen möchte. Unterwegs bin ich jetzt hier gerade mit 18 Kilo Setup ungefähr. Also das Vorfach ist auf 18 Kilo ausgelegt. 18 Kilo Vorfach, 18 Kilo Leadcore, 19 Kilo Monoschnur. Und das Ganze hier auf der Kaliber HSV. Wir gucken gerade mal eben rein. Was sagt die Bremse? Auch schon bald 18% Verschleiß auf der Bremse. Ja, da wird es langsam Zeit, dass ich das Ding so ein bisschen schonender behandle und vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf Kleinkram angel, um nochmal ein bisschen Silber zu generieren. Und dann kommen die auch irgendwann mal in die Reparatur. Ja, wenn hier jetzt was Großes reingeht, dann wird das nochmal hart auf die Bremse gehen. Ja, Setup, Köderkombination. Wir haben ja die Möglichkeit, bei der klassischen Haarmontage, die wir hier einstellen, haben wir die Möglichkeit, hier einzustellen, welche Köderkombination wir haben wollen. In dem Fall habe ich jetzt gewählt Pellets mit Boilies. Gar nicht so groß, also nicht die großen 20er, 22er, 24er und so weiter. 18er und 16er. Relativ klein erstmal reingegangen, um zu gucken, ob hier an dem Spot was geht. Zack, na siehste. Und da geht auch schon was rein. Wir ziehen mal ein bisschen ran. Und ich bin einfach gespannt, was denn jetzt hier reingeht und was denn gerade Lust hat auf diese Kombination. Na guck, der erste 3 Kilo Schuppi ist drin. Kann man auch machen. Die Frage ist natürlich jetzt, was geht hier alles rein? Und deswegen füttere ich auch erstmal noch gar nicht an, sondern ich gucke erstmal, was jetzt hier blind ohne was reingeht. Also einfach mal den Spot abtasten. Ist da irgendwas? Was reagiert auf die Köder? Wenn da jetzt vermehrt die Schuppenkarpfen kommen, baue ich gleich eine Futtermische, geeignet für Schuppenkarpfen oder für Karpfen allgemein, mit einem Schwerpunkt
oder mit einer Komponente hier von Kokossahne bzw. Sahne, süße Sahne, also was sahnig-cremiges mit, wie gesagt, der normalen Karpfenmische. Also das in Kombination. Aber dafür muss das hier erstmal auch noch ein bisschen laufen. Ja, ein bisschen weiter. Nicht so knapp auswerfen. Es muss laufen und es muss vor allem auch richtig liefern. So, weiter raus. Zack, 17 Meter. Warum jetzt hier auf 17 Meter? Das gucken wir uns auch gleich im Detail nochmal an. Ich ziehe nochmal ein bisschen hoch die Bremse. Ja, geht. Ich glaube, ich kann sogar auf 25 hochziehen. So. Und die haben wir natürlich auch immer hier. Amure. Sehr schön. Aber auch hier direkt wieder raus. Zack. Ja, geht leicht in den Clip. Also, warum hier auf 17 Meter? Dafür holen wir uns mal eben kurz die Untergrundabtastroute. Hier ist sie. Und damit tasten wir den Untergrund ab. Also mit der Markerroute jetzt hier benutzen. Und ich gehe jetzt mal, wir haben ja auf 17 Meter geklippt. Ich gehe jetzt mal hier so auf 18 Meter. Und raus damit. Zack, wir kommen in den Clip. Das Ganze sinkt jetzt ab. Einholgeschwindigkeit so 15, 16 rum, das reicht. Und dann so langsam reinkurbeln. Und sofort kommt hier die Meldung. Lehmiger Untergrund. Clay. Und das Clay, und also Lehm, verwenden wir gleich auch von der Farbe her im Blei. Und jetzt kommt pflanzlicher Untergrund. So, ich mach mal eben kurz auf. Flupp, und da kommt sie hoch. Also da vorne, ab da vorne ist pflanzlicher Untergrund. Ein bisschen weiter dahinter, das sind so ungefähr 15, 16 Meter. Da kommt dann auf einmal der lehmige Untergrund. Das heißt, wir müssen natürlich uns jetzt entscheiden, wie bauen wir unser Setup auf und wo wollen wir die Köder liegen haben. Jetzt ziehe ich nochmal ein bisschen ran und dann gucken wir hier in das Setup gleich nochmal eben rein. Denn wir können natürlich hier an der Stelle quasi an zwei verschiedenen Untergrundarten hier angeln. Wenn wir jetzt hier auf 15 Meter den Clip einstellen, würden wir natürlich das Setup ein bisschen anders zusammenbauen. Das heißt hier in dem Fall dann grünes LED-Core und dann hier natürlich auch ein grünes Blei in der Verwendung. Weil das jetzt aber auf 17 Meter ist und der schlammige Untergrund, deswegen braunes Blei, braunes LED-Core. Achtung, Vorfachsmaterial bzw. Vorfachsfarbe ist nicht relevant. Vorfachsmaterial, also Dicke des Vorfachs oder ist das sehr schön flexibel, wie dieses geflochtene, oder ist es eher so steif, aber dafür vielleicht transparent, wie beim Fluorocarbon? Das ist entscheidend, wie gesagt, fürs Material, nicht entscheidend für die Farbe. Farbe sind die beiden Komponenten, das ist wichtig, und dementsprechend passen wir das natürlich dem Untergrund an. Also, so benutzen wir das und hier direkt wieder auf 17 Meter und raus damit. Und wir haben jetzt ja, wir haben ja jetzt hier zweimal schon den Schuppenkarpfen, einmal den Amur. Wir sind jetzt in den Abendstunden schon. Das heißt, normalerweise müsste hier auch noch ein bisschen mehr gehen. Und da geht auch schon was Größeres rein, das ist gut. Schön hochziehen so ein bisschen in den Blank. Einfach reindrücken. Aber auch nicht übertreiben. Wenn er abziehen will, dann abziehen lassen. Ich könnte die Bremse jetzt noch höher ziehen. Aber diesen Druck, gerade am Anfang, wollen wir den ganzen heftigen Druck noch gar nicht so ausüben auf den Karpfen. Erst wenn er so ein bisschen nachlässt, dann könnten wir noch mal ein bisschen hochziehen, die Bremse. Nicht, dass er jetzt hier zu viel Druck kriegt und vielleicht dann einfach ausschlitzt. Wobei das Ausschlitzen halt immer wieder auch passieren kann. Ne? Wenn er einfach schlecht gehakt hat, dann kann das schon mal passieren. So, ich laufe ein bisschen mit. Der schwimmt ja jetzt hier gerade rechts rüber. Einfach mal ein bisschen parallel mitlaufen. Vielleicht sogar ein bisschen vor ihn stellen. Damit wir ihn jetzt vielleicht so ein bisschen gezogen kriegen. So, jetzt machen wir, jetzt geht er sogar in die andere Richtung zurück. Kann sich gerade nicht so ganz entscheiden. Jetzt mache ich mal ein bisschen höher noch. Und einfach noch mal ein bisschen halten. Er hat noch Bock. Je nachdem, wie jetzt der Verschleiß hier auf der Rolle gerade ist.
kann das natürlich sein, dass er jetzt gar nicht so riesig ist. Das gesamte Setup ist halt jetzt auch nicht so richtig riesig groß, ne? Also es ist jetzt kein dickes, fettes Karpfen-Setup. Es ist jetzt einfach nur ein Feeder-Setup, womit man aber auch schon richtig gut auf Karpfen angeln kann. Also, jetzt keine direkte Kaufempfehlung für diese Rute. Sowas kauft man sich irgendwann, wenn man keine anderen Sorgen mehr hat. Kaufempfehlung, was Routen betrifft. Ich verlinke das nochmal, das Was kaufen ab Level 20 Video. Da ist alles drin, was relevant ist für dieses Gewässer. Und das kann man dann auch weiter nutzen, das Setup dann bis ins hohe Endgame. Und sowas hier ist dann einfach nur noch Spielerei, wenn man keine anderen Sorgen hat im Game. Kann man sich dann auch nochmal sowas hier gönnen. So, komm ran hier. Ja, wobei ich muss auch sagen, mir macht es auch immer einfach Bock. Also nicht immer mit diesen komplett übertriebenen Setups dann hier auf sowas wie Karpfen zu gehen, sondern einfach auch wirklich mal gezielt nochmal ein bisschen kleiner reingehen. 18 Kilo Setup jetzt hier, einfach nicht so ganz übertrieben. Dann hier einfach nur mit der HSV als Rolle. Und das reicht ja auch völlig. Also das sind ja hier keine gewaltigen Fische. Das heißt, wenn man hier mit so einem normalen Setup dran ist, hat man noch einen kleinen Drill. Hat hier auch einfach noch ein bisschen Action. So, Moke wie dat. So soll das sein. Und dann kommen auch hier die Brocken rein. Und auch damit habe ich ja auch schon mehrfach Trophies gefangen. Auch das funktioniert ja hier. Dann geht der Drill halt nochmal ein bisschen länger. Aber dann weiß man, okay, jetzt ist er hier seit 10 Minuten vielleicht schon am Eskalieren. Dann ist das wahrscheinlich schon bald eine Trophy. So, der nächste Schuppi. Also, es ist doch schuppenkarpfenlastig an dem Spot mit dem Köder. Das ist ja immer die Kombination. Also, es zählt ja nicht nur, zack, 13 Kilo. Das ist doch schön. Gutes Gewicht. Also, es zählt ja immer der Spot und die Population an Fischen, die da drinne sind. Und die Vorlieben dieser Fische. Das sind halt diese Sachen, die wir bedenken müssen. Beziehungsweise die wir erstmal testen wollen. Was sind da für Fische, die Bock haben auf den Köder, den wir da gerade reinhalten? Und wenn wir da Köder haben, die halt für gar keinen Fisch interessant sind, ja, dann schmeißen wir halt einfach andere Köder rein. Da müssen wir ja was anderes testen. Das war jetzt hier die 1. Okay, ja. Und ansonsten, wenn wir jetzt halt hier schon merken, okay, Kokossahne funktioniert, dann bauen wir uns halt eine Futtermische. Grundsätzlich nochmal zu den Spots. Also wie gerade gesagt, wir haben an dieser Stelle eine Vielzahl verschiedener Fische. Die Fische, wofür der Köder interessant ist, die beißen natürlich dann ab und zu auf den Köder. Und die wollen wir jetzt aber auch so anheben, die Population, dass wir quasi noch mehr, also wir füttern den Spot jetzt an, dass wir jetzt quasi an diesem Spot noch mehr von dieser Art der Fische kriegen. Das heißt, die Population der Fische wächst an diesem Spot. Alle anderen werden dafür aber weniger. Und dann fangen wir an der Stelle mit der richtigen Futtermische eben dann auch noch mehr von diesen Fischen. Und deswegen bauen wir jetzt gleich hier nochmal eine schöne Karpfen-Futtermische zusammen. Bisher sieht das doch auch schon richtig gut aus, selbst ohne Futtermische. Und die Futtermische baue ich natürlich als Bällchenform. Hier auf 17 Meter reicht das doch völlig. So, ein bisschen mehr hier den Kescher verwenden. Weniger Verschleiß hier auf dem Blank. Zack, wieder raus hier auf die 17 Meter. Und wir gehen nochmal in die Futtermische rein. Also, was haben wir gesagt? Bällchenform. So, ganz klassisch. Für Karpfen, wir nehmen entweder Erbse gemahlen oder Mais oder mal sowas wie Weizenkleie oder vielleicht noch Roggenkleie. Für Graskarpfen, für Amure vielleicht eher Hanfsamenmehl, könnte man auch nehmen. Aber jetzt in dem Fall würde ich sagen, es ist fast noch ein bisschen süßlich. Andererseits möchte ich nicht unbedingt die Amure haben, sondern eigentlich eher die Karpfen. Ich glaube, ich bleibe mal bei der Erbse. Ich bleibe mal bei der Erbse als Basis. Dann nehmen wir hier auch nochmal die Erbse einfach als Kombination, dass wir das auch noch mit drin haben. Und dann fangen wir aber auch schon an hier mal mit einer Kombi mit Sahne. Und wir haben ja hier die auflösenden, also soluble süße Sahne. Die Boilies könnte man
theoretisch auch noch schreddern. Dann hat man eine richtig schöne Lockwirkung von diesen Boilies. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich nehme jetzt hier einfach nur süße Sahne Feed Pellets. Und zwar nehme ich hier die größten. Wir wollen ja auch die großen Fische hier haben. Und dann gucke ich nochmal was mit Kokossahne vielleicht. Haben wir das auch nochmal hier. Kokossahne in 12. Beziehungsweise ich glaube, ich nehme die mal eine Nummer kleiner. Kokossahne nehmen wir die hier in 7. 7er, 8er. Nicht ganz so riesig. So, und dann haben wir nochmal was übrig. Da könnten wir jetzt nochmal eine Kombination machen. Aroma nehmen wir natürlich auch nochmal Sahne. Und jetzt nehmen wir am besten nochmal eine Kombination, die für Karpfen immer funktioniert. Sowas wie Mais ist eigentlich auch immer wieder ein Klassiker. Also, dann nehmen wir hier einfach die Basis Mais. Und das ist jetzt schon so eine schöne, grundsolide Karpfenfuttermische. Damit sollte das doch ganz gut funktionieren. Genau, dann benennen wir das auch noch. Dann ist das hier Karpfen, Bärensee, Sahne. Ich glaube, das reicht. So, und dann fertigen wir die an und dann können wir die gleich rauswerfen. Zack. 9 von 10 in der Qualität natürlich. Da sind ja auch Skillpunkte drin. So, und jetzt könnte ich natürlich jetzt schon reinwerfen, aber ich warte am besten auch noch so ungefähr bis 4 Uhr morgens. In der Nacht ist meist eh nicht so wirklich viel los. Da geht es ab und zu vielleicht nochmal ein bisschen was rein. Um 4 Uhr werfe ich dann gleich 10 von den Bällchen rein. Und zwar gucken wir gerade nochmal eben. Wo haben wir die Mische? Sahne. Karpfen, Beeren, Sahne. Hier ist sie. Benutzen. Und zwar müssen wir ja gucken. Wir haben jetzt hier vorne, wo das Auge ist, ungefähr 17 Meter. Da müssen wir ja hinkommen. Wenn wir maximal auswerfen, fliegt es schon fast zu weit. Das heißt, wir kommen eher so auf knapp 20 Meter. Das heißt, wir gehen noch mal ein bisschen nach hinten und werfen dann gleich einfach schön raus. Man sieht es jetzt halt kaum. In den Morgenstunden, also so ein paar Meter Abstand halt hier halten. So ein bisschen zurück, damit wir hier auch wieder auf diese 17 Meter Entfernung kommen. Und dann werfen wir da jetzt, wie gesagt, 10 Bällchen rein. Das reicht erstmal ganz gut für die nächsten Stunden. Also 4 Uhr morgens und dann um 16 Uhr vielleicht einfach nochmal ein bisschen nachfüttern, dass der Spot dann für die Abendstunden wieder aktiv ist. Vielleicht einfach nochmal 3 Bällchen nachwerfen und dann wieder um 4 Uhr nochmal nachwerfen. Also immer so ein bisschen nachfüttern, aber eben auch nicht übertreiben, denn so ein Spot kann eben auch überfüttert werden. Ja, und dann läuft das so langsam los. Insgesamt muss ich sagen, jetzt ohne Futtermische ist das schon gar nicht so schlecht. Futtermische kann auch bewirken, dass es erstmal ein bisschen nochmal eine Flaute gibt und dann, ja, dann geht es auf einmal wieder richtig los. Also nicht irritieren, wenn nach dem Einwerfen der Futtermische nicht sofort alles hier eskaliert. Das kann auch nochmal ein bisschen warten und brauchen, bis dann die Futtermische richtig wirkt. Und dann geht es aber auch richtig los. Und irgendwann ist der Spot dann auch mal erloschen. Am Anfang des Videos habe ich dir ja schon einen Link gezeigt zu einem anderen Video. Schau da einfach mal rein. Das ist nochmal ein anderer Spot vom Bärensee. Auch da einfach nochmal testen. Entweder mit der gleichen Köderkombi oder genauso wie jetzt hier. Einfach mal die Köder reinwerfen, gucken, was funktioniert. Wenn es funktioniert, die Futtermische dementsprechend bauen. Wenn es nicht funktioniert, andere Köder testen. Wir haben 3 Routen. Das heißt, wir können 3 unterschiedliche Köder natürlich auch testen. Und das, was am besten funktioniert, Futtermische bauen, rauswerfen und dann gib ihm Kohle machen. Petri ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch oder auf YouTube. Immer wieder live, montags, mittwochs und freitags auf jeden Fall mit RF4. Bis dahin, Petri.